Flo, ich entführe jetzt einmal ein paar Jahre zurück, so in den Mai 2007. Der Hesiner Marco und du, ihr seid zu den Profis auch gekommen. Ihr wart davor bei der U17. Bei den Profis hat ziemlich ein Notstand geherrscht, weil ja viele Verletzungssorgen gewesen sind. Und jetzt seid ihr nachher ein bisschen ins kalte Wasser eingeworfen worden. Wie war das damals für euch beide oder vor allem für die nachher als Jugendliche, ich glaube, du bist 16 gewesen, nachher da bei den Profis aufzumarschieren? Ja, das war halt damals ein Riesenerlebnis, so muss man das sagen. Es hatte zu dem Zeitpunkt noch keine dritte Mannschaft oder zweite Mannschaft gegeben. Das heißt, wir sind wirklich eigentlich vom, ja, nicht einmal Amateurfußball, sondern Kinderfußball oder Jugendfußball zu den Profis gekommen, in die Bundesliga. Mhm. Da war der Schritt natürlich riesengroß und das hat man auch im Training gemerkt, dass man da noch viel, viel Arbeit vor sich hat, um einmal körperlich auch in der Lage sein, dort mitzuhalten. Deswegen muss ich sagen, für den Weg, den wir gehen wollen, hoffentlich auch in Zukunft mit der dritten Mannschaft, zweiten Mannschaft, irrsinnig gut. Man sieht einfach gerade heute beim Training, gerade auch mit Masaki gesprochen, da können Spieler von der dritten Mannschaft trainieren mit, von der zweiten Mannschaft, und man merkt einfach, sie sind körperlich top vorbereitet. Sie wissen auch grundsätzlich, was wir spielen wollen, und das macht Spaß, denen zuzuschauen. Also glaube ich, da hat sich vieles ins Positive entwickelt, wenn man das jetzt vergleicht, wie wir damals aufgekommen sind. Ja, du sprichst an, natürlich ist das Thema mit dem Renato Babic, ist jetzt das erste Mal einer da, der die komplette Nachwuchsschiene durchlaufen hat beim FC Wacker Innsbruck, zwar noch einen Abstecher in der Akademie gemacht hat, aber gleich wieder mal bei uns gewesen ist, dann hat er die Dreier gemacht, die Zwarer, und jetzt ist er bei den Profis dabei, also das ist der Erste, der das wirklich von unten auch durchgemacht hat. Was hast du für einen Eindruck von ihm? Ja, super. Also, wie schon gesagt, ich finde da man merkt einfach auch, die Professionalität ist gestiegen. Die Jungs kommen auf, die bereiten sich auch gut aufs Training vor, machen vorher schon was auch in der Kraftkammer. Das in meinen Augen auch normal sein sollte, aber es war früher nicht so und da hat sich auch vieles getan. Und dann beim Training merkt man einfach, ja, sie geben Gas. Natürlich passieren Fehler, aber Fehler gehören dazu, das ist im Fußball so. Ich glaube, jeder Mensch macht Fehler, aber die Einstellung stimmt und das ist wichtig und das bringt uns, glaube ich, aller Langsegen einfach weiter. Mhm. Jetzt ist ja der Weg von der Zwarer-Mannschaft in die Ansa zu den Profis ist ja immer kürzerer geworden. Heute auch beim Training waren wieder viele von der Zwarer dabei. Wie hast du überhaupt wie ist dein Eindruck? Wie groß ist noch der Schritt von der Zwarer in die Ansa? Wie gesagt, es ist sicher noch ein Unterschied da, das ist klar. Vielleicht geht es noch ein bisschen schneller und das Körperliche ist dann doch nochmal ein Schritt in den Profifußball, von dem Amateurfußball, da merkt man schon noch einen Unterschied. Aber wie gesagt, die Jungs sind super am Arbeiten, man merkt einfach auch, dass sie physisch gut vorbereitet werden. Und ich glaube, mit jeder Trainingseinheit, die sie auch oben mitmachen können, entwickeln sie sich weiter und kommen so Schritt für Schritt näher einfach an den Profifußball und deswegen sage ich auch, fällt da die Qualität überhaupt nicht ab, im Gegenteil, es kommt sogar frischer Wind rein und das finde ich einfach gut. Jetzt ist die erste Vorbereitungswoche, neigt sich jetzt dem Ende zu. Welchen Eindruck hast du? Ja, es ist zwar ja noch nicht fix, dass es mit dem Team so weitergeht, aber wir haben das jetzt angenommen, dass das jetzt aktuell die Situation ist. Ich finde das richtig, richtig lässig von den Spielern einfach, dass das auch so akzeptiert wird, dass trotzdem die Qualität im Training und der Einsatz stimmt. Da kann man, glaube ich, niemandem irgendwie was unterstellen, dass er da nicht Gas gibt, sondern es ziehen alle an einem Strang. Es ist auch unsere Aufgabe, es ist unsere Arbeit. Wir nehmen das professionell auf und geben jeden Tag unser Bestes, dass wir hoffentlich in der Rückrunde einfach auch das Gesicht zeigen, das einfach auch jeder von uns erwartet, vor allem auch wir selber. Mhm. Apropos Spieler, Mannschaft, die Situation rund um den Hupfi mit seinem Interview, es hat geheißen, man leitet einen Aufarbeitungsprozess ein. Wie ist denn eigentlich die Mannschaft oder wie geht denn die Mannschaft als Ganzes mit der Situation um? Es hat natürlich viel Staub aufgewirbelt, das ist, glaube ich, ganz klar. Wir haben mit dem Hupfi damals zusammen telefoniert, wir haben uns das auch damals schon persönlich ausgesprochen. Ich glaube, da bleibt auch nichts hinten. Es ist trotzdem wichtig, dass wir schon wissen, mit was man in die Öffentlichkeit gehen kann und was wichtig ist, intern anzusprechen. Ich glaube, da ist einfach sein Dinge angesprochen worden, die man vielleicht vorher intern anspricht, bevor man die
mit der Zeitung bespricht, aber wir sitzen alle im selben Boot, wir müssen an einem Strang ziehen und unsere Aufgaben liegen am Platz. Das müssen wir ganz klar verbessern. Wir stehen am 8. Tabellenplatz, das kann nicht befriedigend sein und da müssen wir mal anfangen, die Weichen zu stellen, dass wir da erfolgreich sein. Mhm. Zum Abschluss ein bisschen eine persönliche Frage noch. Wir haben schon lange nichts mehr von unserem Präsidenten, deinem Papa, gehört. Alles, was wir wissen, ist, dass er im Krankenstand ist. Kannst du kurz sagen, wie es ihm geht? Ja, aktuell es ist es einfach so, dass es Zeit benötigen wird. Also ich kann einfach sagen, dass er im Moment im Erholungsprozess, wenn man das so sagen kann, ist. Es geht ihm einfach dementsprechend noch nicht so gut, dass es ihm möglich ist, für den Verein Entscheidungen zu treffen oder was zu machen. Deswegen müssen wir da einfach noch geduldig sein. Wir sind auch täglich dran, ihm zu helfen, dass er Schritt für Schritt wieder zu seiner Gesundheit zurückkommt, weil ich glaube, unterm Strich ist das einfach das Wichtigste. Es gibt wichtigere Dinge wie Fußball und das ist die Gesundheit und da ist es wichtig, dass er da wieder der Alte wird, der er gewesen ist. Dann kann er uns hoffentlich auch wieder so erscheinen, wie wir alle kennen. Ja, Flo, du bist sicherlich im Kontakt mit ihm. Ich denke, ich darf für alle sprechen. Alles, alles Gute, schöne Grüße und ich bedanke mich sehr fürs Interview. Danke. Ich sage auch danke und was mir auch noch ganz wichtig ist, ich möchte allen natürlich ein frohes, gesundes Jahr wünschen, haben wir ja an der Stelle noch nicht gemacht. Deswegen viel Gesundheit und hoffentlich erfolgreiches Jahr 2022.